Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ja, heute mal wieder eine Story-Folge, das sollte schon im Titel oder entweder im Titel oder im Thumbnail. Eigentlich müsste es auf beiden Sachen sogar draufstehen. Ja, entweder im Titel oder im Thumbnail oder bei beiden, egal. Wir sind wieder mal auf unserer göttlichen Suche, die Quest geht weiter. Wir haben drei ominöse Orte, die wir untersuchen müssen und sind, glaube ich, sogar in der Nähe von einem. Balmora. Eine Stadt, die wir jetzt untersuchen werden. Ich weiß nicht, ob es eine Stadt ist, ob es eine Gruft ist, ob es ein Verlies ist. Ich habe keine Ahnung. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Ich würde auch nicht näher ranzoomen, um ein bisschen mehr zu sehen. Wir werden da einfach mal hinreiten. Mit unserem schönen Wolf der wilden Jagd. Ach, schön. Ich habe jetzt wieder mal fast eine Woche kein Elder Scrolls mehr gespielt. Es ist wieder so schön, hier wieder reinzukommen. Ich finde das einfach nur schön. Und wir haben ja auch ein höheres Ziel. Kann es sein, dass die ganze Welt ein bisschen dunkler ist als sonst? Habe ich da irgendwie jetzt in den Settings geändert? Oh, Lens Flare. Kommt mir gerade so vor, als wären die Schatten ein bisschen heftiger wie sonst. Brauchst du Hilfe oder kriegst du das? Kriegt er das hin oder? Okay, ich helfe ihm einfach mal. Was bist du für ein Level? Du bist Level, okay. Dann helfe ich dir. Level 3, dann helfe ich dir. Tinktur. Das kannst du bald. Wieso? Ne? Wieso? Wieso macht der einen auf Drachenritter? Der ist Level 3 und spielt Drachenritter. Warum? Jeder, den ich kenne, der jetzt mal anfängt, spielt Hüter. Ich weiß es nicht. Normalerweise spielen jetzt alle Hüter. Das ist unglaublich. So, dann reiten wir mal Richtung Balmora. Ich weiß, dass ja auch überall Quests sind. Ich weiß. Aber wir werden uns erstmal einer Quest widmen, der Hauptquest und später noch Nebenquests, Pipapo und so weiter. Da ist ein Gruppendungeon. Oh, und da sind Feinde. Hi. Okay. Wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr das haben. Kein Problem. Ich bin offen für alles. So. Dann will wir auch unsere Tiergefährten Baum ein bisschen aufleveln, denn ich will endlich meinen Bär haben. Meinen Hüterbären. Meine Runde hier mit der Bestie heißt sie, glaube ich. Genau, wenn man sich genau an den Skillbaum hält. Oder heißt es ungezähmte Wächter? Irgendwie so, keine Ahnung. Ungezähmte Wächter ist es, glaube ich. Lass mal das so stehen. Wir werden es auf jeden Fall bald erreichen, denn. Was Level sind wir eigentlich? Wir hätten sogar einen Fertigkeitspunkt, aber ich will den für Tiergefährten aufbehalten, denn ab Level 12 können wir den ungezähmten Wächter freischalten. Und sonst gibt es ja auch nicht wirklich was wir unbedingt brauchen. Pilzwuchs nicht. Was? Graupelsturm. Ihr entfacht einen heftigen Wirbelsturm um euch herum, der Feind in der Nähe 8 Sekunden lang... Das ist nicht richtig. Das stimmt. Der Feind in der Nähe 8 Sekunden lang alle eine Sekunde 1852 Frostschaden zufügt. Das ist geil. Und deren Lauftempo um 70% verringert. Also er friert sich quasi ein. Nahe Verbündete erhalten größeren Schutz, was... Deren erlittenen Schaden um 30%. Das ist eigentlich geil. Du machst quasi 8000 Schaden. Das ist schon krass. Das könnte man sich rein theoretisch. Komm, das können wir sogar machen. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können. Ich meine, der eine Punkt, der wird uns später nicht abgehen. Ich will ihn auch nicht bei den komischen einen Elite hier einsetzen. Ich will was bei was Größerem einsetzen. Ist nicht irgendwo was Größeres? Hier oben vielleicht? Nee, das ist alles normal. Ist nicht irgendwo was Verziertes? Egal, lass uns das so stehen. Das da vorne ist Balmora oder lege ich da falsch? Da vorne ist auf jeden Fall ein Gebäude, da werden wir auf jeden Fall mal vorbeigucken. Nein, die Libelle ist kein Gegner für uns. Ah, die Riesenpilze, die sind so... Jeder Pilz... Sollten Pilze so wachsen? Ich kenne keine Pilze, die an anderen Pilzen wachsen. Kenne ich nicht. Aber ist bestimmt möglich, wenn es solche Pilzbäume gibt. Macht ja auch Sinn. So, das hier ist Balmora. Hier ist übrigens ein Haus. Hm. Cool. Es gibt auch neue Häuser anscheinend. Alles klar. Laufe ich denn noch richtig? Wo laufe ich denn hin? Ich markiere es einfach mal. Ich glaube, wir sind sogar schon mal in die falsche Richtung gelaufen. Wo sind wir gestartet? Wir sind jetzt hier und wir waren schon mal hier. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ja, so viel zu meinem Orientierungs. Ihr habt das schon in der letzten Folge gemerkt. Mit Herz unterwegs waren. Nur ich gehe hier lang. Rayon, das ist die falsche Richtung. Ja, ist okay. Drehen wir halt um. Mann. Und ich will auch endlich mal irgendwas, wo ich meine Ulti jetzt einsetzen kann. Egal, was für ein... Ja, komm hier. Hi Leute, ich muss den mal testen hier. Alter. Achso, das bleibt nicht flächenbedingt, das ist quasi um uns. Das ist ja mega. Die frieren quasi um uns weg, das ist geil, mir gefällt die Fertigkeit. Bin auch gespannt, wie man die später morphen kann. Ist das ein Gruppen? Das ist ein Gruppenverlies, eine Mine. Da gehen wir nicht alleine rein, das ist wieder ein Auftrag für mich und Herzi. Oder mit jemand anderem, mal gucken, wer sonst dabei ist in der nächsten Explorer-Folge. Nee, Explorer habe ich es gleich einfach nur genannt, ne? Hat schon wieder was entdeckt? Nein.
Ja, ich lasse euch einfach mal alle links liegen, denn ich muss hier querfeldein leider durch. Denn wenn ich die Wege abgehe, dann dauert das schon länger. Nein. Alter! Was ist denn hier los? Aha, hi. Okay. Mein kleiner Alit, da musst du leider... Ja gut, dann nicht. Dann geh halt wieder. Ja, ich zwing dich ja zu nix. Den Pfad hier runterstopfen, hier kommen wir wahrscheinlich nicht drüber, nein. Fuck. Oh, so ein Klippenschreiter. Ich dachte schon, was ist das denn für ein... Aber es ist nur ein Klippenschreiter, den sollte man easy hinkriegen. Nein, Pui. Brauchst du mich nicht anspucken? Das bringt gar nichts. Aua. Ja, ist okay. Ciao. So, Rolle der Fetzen und Fett. Alles hier besteht aus Rolle der Fetzen und Fett. Ich glaube, das ist in diesem Land so eigen. Alles besteht aus Fett eingewickelt in Leder. So ein Fettbeutel in Leder. Ein Schafblick. Okay. Ob Balmora eine besetzte Stadt ist, ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. So, ciao. Easy. Was bist du? Achso, bist schon tot, okay. Da sind zwei, das ist wieder nicht ganz so geil. Dann werden wir uns mal den Hexer holen, weil der ist ein Fernkämpfer, wo das andere ist auch ein Fernkämpfer. So, der Hexer ist down, sehr geil. Wir müssen jetzt noch den Schafblick, wo wir zu kurze Schwert hatten. Geil, okay. Bleib hier. Eine Flächenattacken. Ich setze das immer viel zu früh an. Was ist das denn? Ein Nix-Ochse. Okay. Ich bin die Größe in Erinnerung. Okay. Er war nur weiter weg. Okay. Der Nix-Ochse. Und ciao. Easy. So, der Nix-Ochse ist anscheinend auch kein Problem mehr für uns. So, aber wo ist jetzt Balmora? Ich muss darüber. Aber die Felswand, die versperrt mir hier den vollen Weg. Und ich muss wahrscheinlich da hoch auf die Brücke, wenn ich ganz irre. Okay, das, die drei lasse ich mal liegen. Ich tue mir gerade aktuell nichts. Hier müssen wir anscheinend hoch. Nein, keine Insektenstücke, danke. Ich muss da hoch. Der Dix-Ochse sieht mich hoffentlich nicht. Ich komme hier wahrscheinlich nicht hoch, ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, warum auch? Herr Nix-Ochse, pfui. Gehen Sie weg, bitte, danke. Ich will hier doch nur irgendwo hoch. Ich muss auch nur nach Balmora. Was ist das hier für eine zerstörte Schlucht des Todes? Das ist ja unglaublich. Und da hinten Lava. Oh, das sieht geil aus, da will ich hin. Also, ich werde wahrscheinlich reinfallen, aber ich will das nicht. Wir wollten heute eigentlich nach Balmora und jetzt erforschen wir wieder. Das ist eigentlich... Ah. Kills klar. Ich wollte eigentlich dem helfen. Der ist ja schon tot, tut mir leid. So, wo ist denn Balmora? Da hinten. Okay, wir haben unsere Ulti wieder voll, das ist sehr geil. Nein, die lassen wir liegen. Okay, ich muss mir angewöhnen, weniger zu rennen, weil sonst habe ich für die Kämpfe keine Ausdauer mehr. Das ist uncool. Ist das hier das Balmora? Hi, Kumpel. Ich habe dein Level nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob du Kumpel oder Feind bist. So, das ist Balmora. Komme ich denn da irgendwo rein? Ja, davon komme ich rein, sehr schön. Das ist also die mächtige Stadt Balmora. Obwohl, so mächtig sieht sie gar nicht aus. Sieht aus wie eine Festung. Wahrscheinlich ist es sogar eine Festung. Das sieht schön aus. So am Wasser, mit See, hier ein Steg rein, das ist hübsch. Was bist du eigentlich? Das ist ja eine krasse Blume. Okay. Das Spiel ist dunkler. Habe ich ja meine Settings irgendwas verändert oder gab es ein Update, dass das ganze Spiel ein bisschen dunkler wirkt? Oder war allgemein, dass es mehr Schatten gibt? Sammelt Informationen. 0 von 3. Wird mir das auch angezeigt? Wo? Ja, wird mir angezeigt. Ich weiß nicht, dass wir uns an jemanden von außerhalb des Hauses wenden sollen, um Veya zu finden. Veya? Ich will nicht wissen, wer das ist im Moment. Tut mir leid. Ich wende mich später an dich. Da runter? Wo ist die Quest? Bitte, dieser muss von hier verschwinden. Was wollt ihr? Diese Kultisten, sie sind wahnsinnig. Na gut. Muss ich da ganz rüber? Okay. Zum Aufbruch bereit, falls in der Zwischenzeit. Hört auf zu labern! Ich komme irgendwann zu euch und mache eure Quest. Aber nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. Es tut mir leid. Ich bin in höherer Absicht hier. Wir sind auf einer göttlichen Suche. Das hat Priorität. So, da müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Sprecht mit dem Schankmaid. Kommt noch das Haus des Rederer. Auf Befehl der Wache und des Hohen Rates des Hauses Rederer. Die Erzmine von Schulk ist geschlossen und alle Maßnahmen, die auf eine Wiedereröffnung abziehen, wurden ausgesetzt. Arbeiter sollten sich bis auf Weiteres fernhalten. Besucher werden eindringlich und unter
Unter was? Also, unter Androhung von Strafzahlungen oder Inhaftierung oder beidem gewarnt und angehalten, die Gegend zu meiden. Dies schließt euch, Gruppenführer Hondulf, mit ein. Seid versichert, dass alles unternommen werden wird, um die vermissten Minenarbeiter so bald als möglich ausfindig zu machen. Okay. Ja, es scheint ein Minenunglück, okay. Hoffentlich läuft das nicht gleich über Until Dawn. Gastwirtin, dann ist die Schankmaid. Hi. Melissa Relavil. Ich liebe neue Gesichter. Eine Weile lang waren es immer nur die gleichen alten Minenarbeiter und ab und zu ein fahrender Händler. Dachte schon, Carellon müsste diesen Laden dicht machen. Schau mich einer an, wie ich euch die Ohren abkaue. Was bekommt ihr? Ich würde dir was bestellen, aber ich bin eigentlich in Eile. Habt ihr irgendeine Ahnung, warum es so wenig Besucher hier gibt? Zunächst dachte ich, es wären die üblichen Hausstreitigkeiten. Auseinandersetzungen zwischen Redoran und Lalu können ganz schön hitzig werden. Dann dachte ich mir, dass vielleicht die Aschländer die Leute abgeschreckt haben. Aber nach dieser Bekanntmachung... Nein, ich möchte mit einer Fremden lieber nicht darüber sprechen. Okay, wir werden auf einmal zuerst mal kein Gold ausgeben, sondern einfach mal das Gespräch ein bisschen ausreizen. Aber ich will doch nur helfen, ich bin doch nett. Guck mal, wie ich aussehe in einer Assassinenrüstung mit zwei Schwertern. Das ist doch nett, oder? Ich bin mir sicher, dass das für euch gilt. Aber ich muss hier leben, wisst ihr? Hört mal, ich habe euch nichts zu erzählen. Wenn die Häuser herausfinden würden, dass ich einer Fremdländerin etwas über unseren Ärger erzählt habe, vielleicht ist einer der Minenarbeiter bereit, mit euch zu sprechen. Bestimmt, und zu dem werden wir auf jeden Fall auch noch gehen. Aber ich sehe ja, wie euer Geschäft hier läuft. Vielleicht erzählt ihr mir ja ein bisschen mehr, wenn ich euch ein bisschen dafür entlohne. Ich mag die Farbe eures Goldes, Fremdländerin. Unter uns gesagt, ich habe gehört, dass die Hauswache die Erzmine von Schuld geschlossen hat. Irgendwas von wegen gewalttätiger Kultisten, die Minenarbeiter angegriffen und alles dort übernommen haben. Sie haben sogar den Gruppenführer, habe ich zumindest gehört. Aha, okay, dann werden wir da mal ein bisschen nachforschen. Leb wohl, meine Liebe. Schau, was gibt's denn hier alles? Okay, den könnten wir rein theoretisch reden. Ich habe aufwendigste Mahlzeiten für Könige und Handelsfürsten zubereitet. Sogar die Speisen für eine Veranstaltung in Vivex Palast. Aber ist das wichtig? Nicht im geringsten. Das Gesindel greift lieber zu den Fleischpasteten der Wirtin, anstatt zu einem kulinarischen Festmahl und treibt mich aus dem Geschäft. Hey, dann wünsche ich dir viel Glück bei deinem weiteren Vorhaben hier. Okay. Könnten wir rein theoretisch hoch. Aber hier können wir wahrscheinlich eh nur klauen, also brauche ich dann nicht alles untersuchen. Wir gehen einfach mal und gucken mal, was wir sonst noch so finden hier. Oh, das ist übrigens das, ist das das Wappen von Vivek? Ich glaube, das ist das Wappen von... Warte mal. Ist das das Wappen von Vivek? Ich glaube, das ist entweder das Wappen von Vivek oder das Wappen vom Hause Redoran. Nee, Redoran sieht anders aus. Ich weiß nicht mehr genau. Wenn ihr es wisst, aber in die Kommentare damit. Ihr wisst doch, dass ich für alles offen bin. So, untersucht. Nee, da will ich nicht hin. Ich will... Ach, sind wir hier schon fertig. Also finde den Gruppenführer, alles klar. Wo ist das genau auf der Karte? Da hinten wahrscheinlich, ne? Ja, finde den Gruppenführer tiefer. Okay, wir müssen raus aus der Stadt, alles klar. Komme ich hier raus oder ist das eine blöde Idee, hier auf die Mauer zu gehen? Nee, geht's doch gar, glaube ich. Geht's nämlich runter. Was ist das für eine geile Stadt hier? Komplett verwinkelt im Hintergrund. Ist ja voll schön. Gefällt mir. Ich mag die Stadt. Ich mag solche Städte, die so Gänge im Hintergrund haben. Das ist schön verwurzelt hier alles. Die ganzen Gänge sind ein bisschen verwirrend, das ist geil. Ich mag solche Städte, die so ein bisschen mehr sind als... Das ist wirklich schön, guck dir das mal an. In so einer Stadt würde ich auch gerne mal Urlaub machen. Sieh mal, wie hübsch das aussieht. Mit den Fliegeviechern und mit dem Vulkan im Hintergrund, das ist episch. Nee, mir gefällt das. Ich bin ganz baff gerade. Okay, gehen wir mal weiter. Nein, deine Quest nehmen wir irgendwann mal an. Vielleicht. Wenn es uns mal wieder hier nach Balmora zurück. Was ist geschehen? Lass mich mal sehen. Ich wollte ihn nur streicheln. Der verdammte Hund hat mich gebissen. Lasst ihn in Ruhe. Irgendetwas ist komisch an diesem Hund. Hundi? Okay. Machen wir irgendwann. Es gibt so viele Quests hier. Ich weiß gar nicht. Hat irgendjemand von euch eine Ahnung, wie viele Quests in diesem wunderbaren Spiel allgemein vorhanden sind? Also wirklich komplett alles zusammen. Alle Nebenquests und pipapo. Es müssen doch unendlich viele sein. Da ist ja der Gruppenführer. Gruppenführer Hondul.
Rondulf. Rondulf kommt mir bekannt vor, der Name. Gab es doch schon mal eine Quest mit ihm? Im alten, alten Tamriel? Ihr solltet nicht hier sein. Habt ihr nicht die Bekanntmachung des Hauses Redoran gelesen? Ich sollte selbst nicht hier sein, aber einige meiner Minenarbeiter sind immer noch da drin. Habt ihr denn vielleicht eine Ahnung, was in der Mine geschehen ist? Brutale Kultisten sind in unsere Mine eingedrungen. Sie tauchten auf und übernahmen einfach alles. Meine Leute sitzen in der Falle. Ich bin da kein Fachmann, aber es sah aus, als ob die Kultisten sich auf die Durchführung eines Rituals vorbereiten würden, bevor der Aschländer sie unterbrochen hat. Und warum glaubt ihr, dass die Kultisten ausgerechnet ein Ritual durchführen wollten? Wahrscheinlich, weil ich einen habe sagen hören, mit diesem Ritual beschwören wir eine mystische Waffe herauf und erhalten die Macht eines Gottes. Oder sowas in der Art. Passt auf. Ich habe nur versucht, mich und meine Minenarbeiter da rauszuschaffen, als der Aschländer aufgetaucht ist. Ein Aschländer unterbrach die Kultisten? Nun, ich habe zwar keinen Aschländer gesehen, aber ich hörte einen Kultisten schreien, Aschländerdieb, das ist unsere mystische Waffe. Das ist kein genaues Zitat, aber ihr versteht schon, was ich meine. Was danach geschehen ist, weiß ich nicht. Ich war damit beschäftigt, nicht zu sterben. Und was für eine Mine gibt es jetzt eigentlich im Schalk? Früher war es eine Erzmine und wir hoffen, dass man sie wieder in Betrieb nehmen kann. Meine Mannschaft war gerade da drinnen und bereitete den Minenbetrieb vor, als die Kultisten angriffen. So wie die Sache läuft, müssen wir vielleicht einfach noch eine weitere Mine für Quama-Eier daraus machen. Okay, wir werden auf jeden Fall in die Mine gehen und mal herausfinden, was da so vor sich geht. Im Ernst? Das ist schrecklich mutig von euch. Wenn ihr meine Minenarbeiter seht, dann sagt ihnen, dass sie ihren Arsch hier rausbewegen sollen. Ich werde so lange warten, wie ich kann, oder bis ich Schreie höre. Dann gehe ich nach Balmora und versuche, Hilfe aufzutreiben. Viel Glück da drin. Danke dir. Aber wär's nicht ratsamer, vorher Hilfe aufzutreiben, bevor sie schreien? Also, fände ich jetzt persönlich. So, betretet die Erzmine von Schalk. Aber das werden wir in der nächsten Folge unternehmen. In der nächsten Folge wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Action geben und ein bisschen mehr Fighten. In dieser Folge gab es ja ein bisschen mehr Getalk, obwohl die Hinreise doch ein bisschen episch war durch die eine Todesschlucht. Aber Leute, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Schreibt auf jeden Fall in die Kommis, was euch so bewegt. Und wenn ihr irgendwelche Tipps oder so habt, einfach Anregungen, Kritik und so weiter, alles natürlich unten in die Kommis rein. Und ja, lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung, damit ich weiß, ob es euch gefällt oder eben nicht. Okay, das war's. Ich habe meinen Text gesagt am Schluss. nein, ich hab den nicht hier auf dem Zettel. Nein, das ist immer Freestyle. So, Leute, ich bin raus. Ren sagt ciao, macht's gut und bis zur morgigen Folge von The Elder Scrolls Online. Tschüss.